Kulturelle Vielfalt ist ein Markenzeichen Bayerns und wir Freie Wähler im Landtag wollen Kunst und Kultur aktiv pflegen und fördern. Und gerade auch in den Kommunen, aus denen die Freien Wähler ja kommen. Es geht uns darum, die geistigen Werte und die Traditionen Bayerns für nachfolgende Generationen zu sichern. Wir wollen aber auch in der Stadt freie Kultur- und Kreativwirtschaft fördern und insofern flächendeckend Stadt und Land nachhaltig stärken. Denn das gehört unserer Ansicht nach zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Kulturelle Vielfalt ist in Bayern traditionell begründet. Wir als Politiker wollen diese Vielgestaltigkeit erhalten und fördern. Kulturelle Heimat und Identität bilden ein Gegengewicht zur Anonymisierung und Globalisierung. Kultur ist Heimat. Kulturelle Heimat lässt sich im Stadtteil ebenso ausmachen und fördern wie auf dem Lande. Traditionspflege bis hin zu Avantgarde haben beide ihre Berechtigung. Wir wollen eine plurale Kulturpolitik, die sich darum bemüht, alle Menschen mit einem vielfältigen Kulturangebot zu erreichen. Bayern ist ein Kulturstaat mit Vielfalt. Neben Spitzenangeboten mit weltweiter Ausstrahlung ist auch die Breitenkultur für die kulturelle Identität von Bedeutung. Hierzu zählen vor allem die Volks- und Laienkunst sowie die Brauchtums- und Heimatpflege. Und das Ganze funktioniert in großen Teilen nur über das ehrenamtliche Engagement, das uns sehr wichtig ist. Denn Kunst kann man nicht verordnen. Dieses gewachsene kulturelle Erbe wollen wir für die kommenden Generationen bewahren. Kultur ist in erster Linie Selbstzweck, Teil unserer Identität und ein Grundbedürfnis, wie sich vor allem auch in Krisen zeigt. Kulturelle Angebote in Stadt und Land sind zudem ein nicht zu unterschätzender Wirtschafts- und Standortfaktor, denn sie schaffen Arbeitsplätze und sind ein entscheidender Standortvorteil im Kampf um die kreativen Köpfe, die wir als rohstoffarmes Land für die Zukunft brauchen. Erhalt und Ausbau der Kultur in den Regionen ist uns deshalb ein wichtiges Anliegen und deshalb dürfen wir nicht nur Leuchtturmprojekte im Blick haben, sondern auch spezifische Landesentwicklungskonzepte für einzelne Kultursparten und Querschnittsthemen. Ich bin Mitglied in der Arbeitsgruppe Erinnerungskultur des Landtags. Das ist mir persönlich sehr wichtig und geht mir auch nahe. Die Erinnerung an die NS-Verbrechen mit all ihren Konsequenzen ist 75 Jahre nach Kriegsende und Befreiung nach wie vor eine konstitutive staats- und gesellschaftspolitische Aufgabe. Gerade angesichts des jetzigen Wiedererstarkens rechtsextremistischer, staatszersetzender, antisemitischer Tendenzen. Unsere Fraktion steht vor diesem Hintergrund ganz klar zur historischen Verantwortung Bayerns für den Erhalt und für die Erschließung historischer Orte der Nazizeit. Erinnerungsorte zum kollektiven Gedenken an die Opfer des NS-Regimes wollen wir als Mahnmale für den Imperativ nie wieder konsequent ausbauen. Ebenso begrüßen wir ausdrücklich, dass die bayerische Staatsregierung heuer zum 75. Jahrestag des Ende der Nazi-Gewaltherrschaft und der Shoah sowie der Befreiung der KZs ein Gesamtkonzept zur Förderung und Weiterentwicklung der Erinnerungskultur in Bayern vorgelegt hat. Ich bin gerne weiter in dieser Arbeitsgemeinschaft und werde diese begleiten. Heimat ist für mich Herz und ich bin zwar in Regensburg sehr gerne und das ist auch meine Heimat, aber ich denke mir immer, da wo sein Herz ist auch seine Heimat. Und das ist Familie, bedeutet mir das. Das ist natürlich auch Kultur und insofern ja, kann ich mich an vielen Dingen als Heimat wohlfühlen. Das ist nicht an einen gewissen Ort gebunden. Oh, ich hoffe mir natürlich, dass Bayern noch mehr kulturelle Vielfalt hat, sowohl am Land als auch in der Stadt und dass wir ganz viele Menschen haben, die sich im Ehrenamt betätigen und die sich für die Gesellschaft einbringen. Das wäre mir ganz wichtig, dass wir weiterhin so bunt und tolerant sind, wie auch hier in der Stadt Regensburg und ich erhoffe mir, dass wir zusammenhalten. Das ist im Prinzip für mich das Wichtigste, dass die Gesellschaft zusammenhält und dass spalterische Tendenzen nicht den Vorrang haben in den nächsten Jahren, sondern im Gegenteil sich ja, hoffentlich bald nicht mehr aktuell sind. Ja, ich bin als Kind schon ins Stadttheater gegangen hier in Regensburg.
Danach habe ich Ballett gemacht, ist dann nichts geworden mit Tänzerin, aber ich war eigentlich immer schon kulturell sehr engagiert und das habe ich in der Stadtpolitik als meinen Schwerpunkt gesetzt und insofern freut es mich ganz besonders, dass ich jetzt für die Freien Wähler im Landtag kulturpolitische Sprecherin sein darf. Kultur. Ehrlich sein. Regensburg. Politisch gesehen freut es mich sehr, dass wir in der Regierung mitregieren können und ich hoffe, dass das noch lang so bleibt.